Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind momentan mitten in der Spargelzeit und in der Bärlauchzeit. Und deswegen machen wir heute einen Spargel, den werden wir sous vide garen. Da gibt es ein paar Kniffe, auf die man achten muss. Und weil wir natürlich Abschnitte haben, machen wir eine Spargel-Bärlauchsuppe. Viel Spaß dabei! Um den Spargel sous vide zu garen, habe ich hier zwei Vakuumbeutel, natürlich ein Vakuumiergerät, ein Sous-Vide-Gerät, das habe ich auf 85 Grad hochgeheizt. Oh, heiß! Und hier ist der Spargel, der ist geschält. Und ja, der kommt jetzt in den Sous-Vide-Beutel rein. Und da müsst ihr darauf achten, dass der Spargel quasi nicht übereinander in dem Beutel drin liegt, weil sonst hat er Schwierigkeiten zu garen. Und ich packe jetzt mal die Pakete und dann geht's weiter. So, jetzt packen wir den Spargel mal ein. Wenn ihr etwas in den Vakuumierbeutel reinmacht, dann macht immer eine Seite, stülpt ihr so um, damit der Rand für das Verschweißen dann einfach sauber bleibt. Oh, gar nicht verschweißt. Herrgott, noch einmal, was für eine Kacke. So, dann packen wir die da mal rein. So, dass die schön so reinpassen. Und dann geben wir in jeden Beutel zwei Stückchen Butter, einen halben Teelöffel Zucker und etwas Salz. Und dann verschweißen wir das. Wunderbar, dann haben wir hier unser Paket. Ich mache das andere noch fertig und dann kommt es in den Sous-Vide-Garer. Packen wir das da rein, dass es nicht direkt auf dem Boden aufliegt. Und jetzt legen wir die zwei Päckchen da rein. Und dadurch, dass wir zwei Päckchen haben, ist zwischen dem einzelnen Spargelpäckchen Wasser, so dass das auch gut garen kann. So, ja, das war ja wieder nichts. So, und ich versuche da immer was drauf zu legen. Das ist der Stößel von einem Mörser, damit der Spargel unten bleibt. So, Deckel drauf. Und jetzt 55 Minuten bei 85 Grad. Weiter geht's mit unserer Suppe. Da brauchen wir einen Topf, etwas Olivenöl und da schwitzen wir jetzt die Zwiebel an. Das ist eine klein gewürfelte rote Zwiebel. Ein bisschen
Olivenöl noch hinterher. Und die Zwiebeln, die schwitzen wir schön glasig an. Jetzt gehe ich mit der Temperatur etwas nach oben auf von 6,5 auf 7,5 von 9. Und jetzt gebe ich die Spargelspelzen dazu. So, die rühre ich noch mal kurz mit rein. Und jetzt löschen wir das Ganze mit etwas Weißwein ab. Ich habe hier den Nachschlag aus Franken vom Weingut Stahl in der Feinkostkugler Kochakademie Edition, womit ihr auch gleich schon seht, was demnächst passieren wird. Und da geben wir jetzt ungefähr 200 Milliliter rein und lassen das aufkochen und etwas einreduzieren. Der Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist, dass man das schöne Aroma von einem Wein mit reinbekommt, aber die Flüssigkeit und den Alkohol natürlich rauskochen möchte, sodass die Aromen vom Wein in der ganzen Suppe dann später wieder zu finden sind. So, das sieht gut aus. Dann kommt die nächste Zutat, und zwar Gemüsebrühe. Das ist jetzt gut ein Liter Gemüsebrühe. Das kommt da jetzt dazu. Und jetzt lassen wir das kurz aufkochen und dann köcheln wir das Ganze ungefähr 30 Minuten, damit wir schön den Geschmack aus den Spargelspelzen rausholen. So, jetzt fängt es an zu köchern. Machen wir den Deckel drauf, 30 Minuten, Temperatur runter, erstmal auf 5 und dann schaue ich mal nach, ob das ausreicht oder ob ich es erhöhen muss. Also, bis gleich. Während wir unsere Suppe kochen und der Spargel im Sous-Vide gerät ist, machen wir mal unser Bärlauch fertig. Der Bärlauch wird gehackt. Ich nehme hier einfach so eine Küchenmaschine, packt es da rein. Der wird fein gehackt und dann kommt der ganz am Schluss in die Suppe rein und darf nicht mehr aufkochen. Der Bärlauch wird sonst seinen Geschmack verlieren und er wird schleimig. Also. Perfekt. Halt, da ist noch ein kleines Blatt. So. Sehr schön. So sieht jetzt der Bärlauch aus. So, unser Spargel ist jetzt schön ausgekocht. Und jetzt müssen wir das Ganze umfüllen und durch ein Sieb geben. Um unserer Suppe noch etwas Konsistenz mitzugeben, koche ich jetzt noch ein paar Kartoffelstücke mit. Das ist ungefähr eine mittelgroße Kartoffel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 2 Kartoffeln ungefähr. Und die kochen wir jetzt noch mal 20 Minuten, bis die Kartoffel schön weich ist. Nach 50 Minuten habe ich jetzt den Spargel aus dem Sous-Vide-Gerät geholt und jetzt müssen wir quasi nur noch aufschneiden und den in eine Form gleiten lassen. Und fertig ist der sous-vide gegarte Spargel. Eigentlich eine super geniale Methode. So, unsere Suppe ist jetzt
soweit fertig gekocht. Jetzt machen wir die fertig, Temperatur runter. Und jetzt geben wir einen Becher Sahne dazu. Und jetzt wird das Ganze püriert. Schauen, dass er schön die Kartoffelstückchen erwischt. So, und dann schauen wir mal nach einem Löffel. Und jetzt haben wir schon eine recht schöne Konsistenz. Kannst du mal probieren, vor dem Bärlauch. Kommt noch ein bisschen Pfeffer dazu. So, und dann ganz zum Schluss machen wir unseren Bärlauch dazu. So, und fertig ist unser Bärlauchsüppchen. So, und da kann man jetzt dann natürlich noch Schnittlauch dazu machen oder was man eben möchte. Bei uns gibt es jetzt noch einen Klecks Creme Fraiche rein. Und dann lassen wir es uns schmecken. Probier das mal aus, solange es den Spargel und den Bärlauch noch gibt. Es ist wirklich ein tolles Gericht. Also, bis dann. Tschüss.